hat das Spaß gemacht, im Gelände zu fahren. Ja, hast du gesehen, wie ich über den Graben gesprungen bin? Ha, wir hatten wirklich viel Spaß. Aber schaut mal, wie wir aussehen. Wir müssen in die Waschanlage. Du hast recht. Fahr du ruhig zuerst in die Waschstraße. Oh ja! Lass uns am Wochenende nochmal im Gelände rumfahren, okay? Warum kommst du denn so schnell zurück? Die Waschstraße funktioniert ja gar nicht. Wie, sie funktioniert nicht? Ich war doch erst gestern in der Waschstraße. Ich war heute Morgen hier und sie hat funktioniert. Au, Backe. Und was jetzt? Ich weiß auch nicht. Hey, vielleicht kann Nicole sie ja reparieren. Ich gehe sie schnell holen. Oh, hallo Tayo. Nicole, wir brauchen deine Hilfe. Was ist denn passiert? Und wie siehst du denn überhaupt aus? Ich war mit meinen Freunden im Gelände. Das war super, aber wir sind schmutzig geworden. Dann wollten wir in die Waschstraße, aber leider funktioniert sie nicht. Kannst du sie bitte reparieren? Ich kann's ja mal probieren. Ich hol schnell meine Werkzeugkiste und dann komme ich mit dir mit. Oh, super. So, da bin ich wieder. Und, hast du Nicole Bescheid gegeben? Ja, sie kommt gleich. So, Freunde, hallo, da bin ich. Aha, ist das die Waschanlage, die ich reparieren soll? Hoffentlich kriegst du das wieder hin. Schau mal, wie schmutzig wir sind. Ich möchte endlich wieder sauber werden. Ich versuche natürlich mein Bestes. Ich schaue mir die Waschanlage mal genauer an. Jetzt schaue ich mir die Waschanlage mal von innen an. Das hier ist die Bürste, die das Dach und die Motorhaube sauber macht. Die funktioniert. Und diese Bürsten sind für die Seite des Autos. Funktioniert auch. Der Trockner funktioniert auch. Das hier funktioniert auch. Was könnte kaputt sein? Ah, vielleicht gibt es ein Problem mit der Wasserzufuhr. Einer von euch bitte einen Schraubenschlüssel bringen? Habt ihr gehört? Nicole braucht einen Schlüssel. Wieso? Ist die Türe versperrt? Ihr habt ja keine Ahnung. Ich weiß, was ein Schraubenschlüssel ist. Ich gehe ihn holen. Du bist manchmal so ein Besserwisser. Ah, da ist er ja. Hier, Nicole. Oh, danke schön, Tayo. Gern geschehen. Aha, kein Wunder, dass kein Wasser kommt. Der Schlauch ist ja verstopft. Habt ihr gehört? Der Schlauch ist verstopft. Da kommt kein Wasser raus. Ich frage mich, woran das liegt. Keine Ahnung. Du hast doch heute Morgen gebadet. Warst du das etwa? Quatsch! Hey, streitet euch nicht. Sowas passiert nun mal manchmal. Ich glaube, ich weiß, wie ich den verstopften Schlauch wieder freikriege.
Seht ihr? Der Schlauch ist immer noch verstopft. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Ich will versuchen, mit Luft den Schlauch wieder frei zu kriegen. Ah, seht ihr? Es hat funktioniert. Aha, ich glaube, der Schlauch ist wieder frei. Hey, kann mal einer von euch das Wasser anstellen? Ich erledige das. Alles klar, Wassermaß. Prima, es funktioniert. Jetzt kann ich den Schlauch wieder einbauen. Ich drehe das Wasser auf. Fertig. Freunde, jetzt könnt ihr in die Waschanlage. Ich zuerst, ich. Juhu, ich bin wieder sauber. Los, Freunde, jetzt seid ihr dran. Jaha, ich komme. Hehe, ich bin auch wieder blitzblank. Ha, das hat Spaß gemacht. Danke, dass du uns geholfen hast, Nicole. Ja, zum Glück funktioniert unsere Waschstraße wieder. Nichts zu danken. Ich freue mich immer, wenn ich den Spielzeugen helfen kann. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, hey Freunde, ich habe eine Idee. Wie wär's mit einer Fahrt durchs Gelände? Hihi. Ah, hey, warte auf mich. Oh nein, dann werden wir ja wieder schmutzig.